Recht herzlich willkommen zur 202. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir das mit den Straßen gemacht, ne? Ich hab's dann irgendwo auch satt gehabt, weil das da irgendwie immer nicht mit den Straßen funktioniert. Mich ärgert das so ein bisschen, dass man da definitiv nicht hier zum Beispiel, na, wo haben wir denn hier mal ein gutes Beispiel? Ja, keine Ahnung. Hier jetzt, ne? Da könnte man jetzt zum Beispiel, ja, hier kann man definitiv was machen, ne? Weil da ist es ja mit dem Verkehr genau umgekehrt, ne? Diese Ampeln da, die sind ja hier voll falsch, ne? Kreuzung. Und hier müssen wir jetzt da eine Stoppstraße machen, da eine Stoppstraße. Dann funktioniert es. Aber die Ampelphasen zum Beispiel, da könnte man so schalten, dass man sagt, komm, ich brauche hier nur eine kurze Phase, ja, dann kann ich die fahren lassen. Und dann ist es wichtig, dass die fahren können, ne? Aber das ist, wie man hier sieht, ne? Das ist halt ein eigenes System sozusagen, eine Ampel, ne? Da muss man halt ziemlich tief ins System eingreifen, dass das funktioniert, ne? Hier ist jetzt überall, glaube ich, viel Verkehr stehen, ne? Obwohl es hier in dieser Hinsicht da sich weniger staut als da, also Ampel weg, Stoppstraße hin. Interessanterweise fahren die jetzt. Ah, hier ist ja auch keiner. Ja, sehr interessant. Große Straßen funktionieren nicht mit Ampeln. So. Der Verkehr muss hier fließen, der andere nicht, ne? So, nächster Stau hier. Hier abknickende Vorfahrt, ganz klar. Und wo geht hier der Verkehr hin? Da. Ja, hier ist definitiv dann eine Ampel vonnöten. Weil sich's da überall staut. Hier ist wieder so ein Ding, wo man sagt, boah, warum ist hier eine Ampel, ne? Da fährt die Straßenbahn nur ab. Und dafür gibt's eine Ampel, oder was? Es darf doch keiner links reinfahren, oder? Vertue ich mich da jetzt? Ich glaube, hier fährt nur eine Straßenbahn, ne? Naja, dann geht's ja jetzt sogar. Und hier ist das interessanterweise ähnlich. Staut sich da zurück. Und wenn du die Ampel wegnimmst, und hier eine Stoppstraße machst, na. Ich würde gerne ja eine Stoppstraße machen, aber er möchte von dieser Straße keine Stoppstraße machen. Ah, da hatten wir es jetzt gerade. Okay. So, die fahren jetzt alle und dann können die auch fahren, ne? Hier war definitiv überhaupt nicht da. Aber die halten ja, wie man sieht, immer noch an. Das doch, macht doch keinen Sinn. Ja. So eine Vorfahrtregel hier. Die fahren jetzt definitiv. Überall ist Gejaule von der Sirene. Die stehen zweispurig. Hier tut sich nichts ändern. Ja, das ist jetzt hier diese Kreuzung, ne? Die stehen da, Schlange. Und die stehen da, Schlange. Hier kannst du es so regeln. Hier ist ähnlich. Kannst du auch so regeln. Hier ist auch so zu machen.
Genauso wie hier auch. Und da flackern die Dingens. Alles die gleichen Straßen hier, alles Rückstaus durch Ampeln, die nicht von Bedeutung sind, weil hier Stoppstraßen reichen werden. Ja. Hier staut sich es wahrscheinlich auch nur durch die Ampel. So, und hier ist es auch so, ne? Abknickende Vorfahrtsstraße, würde ich sagen, ne? Die fahren alle links rum, ne? Also rechts Stoppstraße, weil da kommt überhaupt keiner. Mal gucken, ob der überhaupt nötig ist. Aber jetzt läuft's ja da. Hier sieht's gut aus eigentlich, oder? Bis auf, dass die das mit dem Gegenverkehr nicht geregelt kriegen. Aber kein Rückstau. Hier sind parkende Fahrzeuge, der andere Verkehr fährt. Hier sieht's gut aus. Hier auch. Da auch. Da auch. Da geht's auch. Genauso wie da. Da stand die Tram. Hier ist gar nichts mehr los. Da auch nicht mehr. Guck mal, da war vorher Stau, meine ich. Ja, und jetzt ist der Stau noch hier, weil hier noch so eine schicke Ampel ist, ne? Ja, sieht so aus, als ob es hier und da eine Stoppstraße geben muss. Und keine Ampel. Ja, jetzt ist Chaos auf der Kreuzung, ne? Der Dicke, der musste da unbedingt reinfahren, ne? Und die haben Stoppstraße, ich fahre trotzdem da rein, das ist doch nicht wahr, oder? Macht der hier einen Unfall, oder was ist das? Weil der da jetzt so komisch angehalten hat, fuhr auch keiner, ne? Krass. Hier läuft's. Wie geht's hier weiter? Sieht mir so aus, als ob wir da und da eine Stoppstraße haben. Ach, das ist eine Einbahnstraße. Also sehr gut. Boah! Die Stoppstraße hast du gesehen, aber es war ein Krankenwagen wahrscheinlich oder Feuerwehr oder Polizei. Aber warum die jetzt nicht fahren, ist mir schleierhaft, ne? Das mit abknickender Vorfahrt, das ist wohl nicht machbar. Rückstau bis hierhin. Ja, hier ist fraglich überhaupt eine Kreuzung zu haben, mit also eine Ampel zu haben. Da ist schon nichts mehr los. Hier staut sich's noch zurück. Und die müssten doch jetzt mal ihre Züge erfahren. Warum halten die an? Sollte man hier eine Stoppstraße machen? Die meisten Sachen regeln sich ja alle alleine, ne? Ampel weg. Stoppstraße hin. Auch. Ist auch so eine Straße, wo du das nicht brauchst, ne? Können sie alle so setzen. Hier brauchst du gar nichts, weil das ist nur für Dingens, glaube ich, oder?
Kann da auch so laufen. Parkende Autos. Ja, die fahren da lang, ja, das ist... Das müsste man gucken, ne, die kreuzen schon, ne. Läuft aber immer noch, also alles gut. Da ist es auch so. So, ne. Hier machen wir mal... Stoppstraße da. Stoppstraße hier. Stoppstraße da. Dann machen wir Stoppstraße da. Jetzt die Frage, wo mehr Autos fahren. Also da ist eigentlich schon da. Das passt schon so. Jetzt wissen wir schon gar nicht mehr, wo wir sind. Hier ist wieder ein Rückstau. Die stehen schon bald auf der Bahn. Oder umgekehrt, ich weiß nicht. Hier ist die Ampel im Weg. Und da auch. Hier ist eine schäbige Kreuzung, oder? Ja, ganz schäbig, weil hier am Bahnhof Viertel geht gar nichts. Ja. Hier möchte keiner hin und her fahren. Hier ist die Schwierigkeit, weil hier nicht weitergeht. Weil da nicht weitergeht, weil schon Kreisverkehr ist. Machen wir beide Ampeln hier aus. Und gucken, ob man das so läuft. Ja, das sieht sehr schwierig aus, ne? Hier steht's absolut. Ja. Das ist wieder eine Kreuzung, wo keine sein muss. Da stehen jetzt welche. Oder ne, die parken, ne? Und das ist schon hier die Straße, ne? Machen wir so. Hier sieht es gut aus. Da geht es ja sowieso rauf. Hier ist noch alles in Ordnung. Tja, Sackgasse. Jetzt ist die Frage, wo weiter, was ist noch? Ja, hier am Ding ins Bahnhof macht es uns Sorgen, ne? Hier ist auch so eine schicke Ampel, die man nicht braucht, kann da sein. Oh, jetzt muss der LKW hier links rein, ne? Ist klar. Oder dreht sogar. Krass. Läuft aber hier nicht. Und mit Ampeln läuft es ja auch nicht, also spielt es keine Rolle. Hier ist das Verkehrsaufkommen so dicht, das ist das Problem. Das funktioniert hier wie ein Kreisverkehr, ne? Und hier ist auch Einbahnstraße. Keiner fährt hier. Das gestaltet sich schwierig hier jetzt wieder. Hier sieht es nach Unfall bald aus. Ja, da kommen zu viele Autos und keiner kann weg. Machen wir mal so. Gucken, was da passiert. Hier, das... Der fährt auch nicht. So, jetzt.
ändert sich auch nichts. Das ist ein Krankenwagen, ne? Kommt auch nicht durch. Das ist ein bisschen schlecht, ne? Da haben wir jetzt so ein kleines Problem hier. Ja, was willst du da jetzt machen? Das ist die Frage. Die kommen hier nicht weg, das ist schon mal klar. Wollen die denn fahren hier oder nicht? Oder parken die da? Geparkt, okay. Ach so, nee, das war ja richtig. Wir müssen nur dahin, dann sehen wir auch, dass es hier eine Einbahnstraße ist. Aber wenn das bis hier, es ist eine Einbahnstraße und da nicht, ne? Dann ist das ja schon eigenartig, oder? Wofür zeigt denn der Pfeil dahin? Keine Ahnung, wofür die jetzt gemacht sind. So, jetzt können die auf jeden Fall da reinfahren. Und hier müssen wir das auch machen, ne? Und das war jetzt eine Dingens Straßenbahn, Einbahnstraße, alles klar. Gibt's aber auch. Wo fährt die Straßenbahn weiter lang? Hier? Muss wohl. Jetzt geht's dann wieder, ne? Okay, die fuhr dann so lang, alles klar. Dann müssen wir da wohl was Größeres machen. Das ist vierspurig. Mit Straßenbahn. Und auch Einbahnstraße noch. Gibt's nicht. Ja, hier gibt's mit Einbahnstraße. Mit Straßenbahn. Nur so, okay. Da muss das halt so sein wohl. So, auf ein neues, auf die Kreuzung gucken. Hat sich nichts geändert. Einbahnstraße ist jetzt passend soweit. Straßenbahn geht wohl wieder. Hat er geflickt. Ja, die fahren alle definitiv hier lang, ne? Und die kommen da nicht raus. Aber ich denke mal hier am Bahnhof, das werden wir dann in der nächsten Folge weitermachen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.